Guten Morgen, 20:07. Der Wecker hat zwar nicht mal geklingelt, nee, da hätten die viermal jetzt. Ich stehe auf, Wecker klingelt, 20:07. Alle 10 Minuten klingelt er nochmal. Eine coole Ringlichtfunktion hier bei meinem Handy. Ich brauchte nämlich im Gästezimmer geschlafen, war gestern Abend. Nach dem Gewitter. Ich außerhalb in der Wohnung. Ich stehe jetzt langsam auf. Mach mich fertig. Fahr in die Innenstadt. Und es hat nicht reingeregnet. Und aus trockenen Blumen geblieben hier im Flur. Ja, übliche. Aufstehen, waschen, Toilette. Und guck, was das so bringt. Bis dann erstmal. Ja, Hose habe ich schon mal an. Morgendliche Routine. Überall in der Wohnung ein paar Fenster auf. Beim Nachbarn da. So gerade die Haustür zugefallen. Keine Ahnung, ob der Besuch hatte oder so. Oder ob er gelüftet hat. Badezimmer, Schlafzimmer, Lüftfenster auf. Küche auf, morgens aufstehen, Hose an. Küchenfenster lüften, komplett so auf, wie es geht. Ich weiß auch nicht, was es soll, morgens um 7 Uhr die Tür zu knallen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich denkt euch auch das absichtlich, aber wir hatten gestern hier Sturm. Deswegen ist gestern mir hier zweimal die Schlafzimmertür, glaube ich, zugefallen. Und morgens erstmal so ein Käffchen hier. Heißes Wasser, so einen löslichen Kaffee. Kaffeemaschine habe ich noch nicht, also keine Maschine habe ich, so einen Durchschlag. Es gibt Kaffee, noch eine Zigarette. Dann packe ich meine Sachen zusammen und dann geht's gleich weiter. Ich wünsche euch was. Naja, keine Ahnung, hat schon zweimal die Tür geballert. Morgenroutine, hat sich einer gewünscht. Also mal, ich bin aufgestanden, lüften das und das. Dr. Best Zahnbürste mit so länger extra Borsten. Machen wir meistens morgens, nehme ich mir meistens immer da zwei Brötchen mit. Dann hast du für Tür so 6-7 Minuten. Und Brötchen habe ich immer die Finger voll, die Finger da in der Ecke stehen. Putz mal die Zähne, wäsche ich ein bisschen. Ich habe da so einen Waschlappen neben. Waschbecken liegen. Waschlappen. Diese Katzenwäsche, was ihr mal kennt. Ein bisschen den Arm, ein bisschen Gesicht waschen und Nacken waschen und so. Und Radio läuft im Hintergrund. Über die Finger voll, über die Finger voll. Da. Ich putze mir die Zähne und dann kriege ich mal Kaffee zu Ende und dann geht's zum Bus. Schönen Tag. Ja, also. Übliche, fertig angezogen, Katzenwäsche gemacht, Zähne geputzt, meinen Kaffee getrunken, mein erster diesmal, ein Zigarettchen. Wohnung ist alles trocken geblieben gestern, nichts reingeregnet oder irgendwas, Gott sei Dank. Meine Wohnung sich noch ein bisschen ausgepresst, die Sachen alle in der Sicherheit gebracht. Ich habe jetzt noch 5 Minuten Zeit oder 3 Minuten. Ich trinke meinen Kaffee und meine Zigarette. Dann packe ich meine zwei Sachen. Brötchen habe ich in der Hosentasche. Brauche ich keinen Rucksack mitzunehmen. Frühstück gemacht und dann geht's gleich ab in die Stadt und guck mal, was passiert. Am Mittwoch muss er mal kommen. Ich hätte auch Donnerstag sein können bei mir. Aber Kopfhörer gleich ein, in die Ohren, Musik an. Dann geht's ab im Bus, freue ich mich, voll entspannt, muss sich um nichts kümmern. In den Bus einsteigen und man wird bis zum Nachbarn gebracht. 5 Minuten laufen und man ist da. Bis dann. Ja, also nach dem Unwetter, ich muss jetzt los. Der Bus kommt 2 Minuten später, habe ich meine Fahrplan-App geguckt. Macht aber heute nichts. Hatte ich ja gestern das Problem, dass hier fast mein Eingangsbereich überschwemmt gewesen wäre, fast. Deswegen liegen die Handtücher noch da. Ist aber alles trocken, soweit. Das kommt nachher einfach in die Waschmaschine da. Gucken wir mal, wie das vor der Tür aussieht. Also, hi, ich bin's. Ja, ich hab da Bock drauf. Das ist ja auch vor der Tür. Da war gestern alles geflutet hier. Dann bis zur Garage und bis da. Und war es wieder abgelaufen. Am Nachmittag gucke ich mal die Nachbarwohnung, ob da der Gulli übergelaufen ist oder ob das trocken da geblieben ist. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Guckst du mal, da kommt der Sonne hin. Und dann gucken wir mal heute.